Die internationale Gemeinschaft hat nach Drohnenangriffen auf den Iran und die darauffolgende Spannung im Nahen Osten zur Deeskalation aufgerufen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte die Notwendigkeit der Stabilität in der Region, während Deutschland, Frankreich, Österreich und andere Länder ebenfalls zur Zurückhaltung mahnten. Wichtig ist, Warnen vor weiteren Eskalation. Deeskalation muss jetzt die Botschaft der Stunde sein. Außenminister Alexander Schallenberg warnte vor den gefährlichen Folgen weiterer Eskalationen und lobte Israels Abwehrmaßnahmen gegen die Angriffe aus dem Iran. Letzte Nacht haben sich dabei auch iranische Proxys beteiligt, die Hisbollah im Süden des Libanon, die Houthis im Jemen und die Gruppe des sogenannten Islamischen Widerstands aus dem Irak. Rund 99% dieser Drohnen, Marschflugkörper und Raketen konnten Gott sei Dank abgefangen werden. Sowohl der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz als auch der britische Premierminister Rishi Sunak warnten vor einer Eskalation. Auch der Kreml und das ägyptische Außenministerium forderten beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Der Oman verurteilte Israels Angriffe und rief zur diplomatischen Lösung des Konflikts auf, mit einem Schwerpunkt auf einer Waffenruhe im Gazakrieg. Das iranische Staatsfernsehen berichtete von Drohnensichtungen über Isfahan, die von der Luftabwehr zerstört wurden, während Israel zunächst keine Stellung bezog. Der Hintergrund der Spannungen war ein mutmaßlicher von Israel geführter Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus, bei dem zwei iranische Generäle getötet wurden.